Hallo und herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück, kann man ja sagen. Denn eigentlich hatten wir ja nicht mehr unbedingt vorgehabt, dass wir in dieser Form wieder mit euch in Kontakt treten. Aber nun hat sich leider die Entwicklung der letzten Wochen und Monate so gestaltet, dass wir jetzt nicht mehr unbedingt face to face und in real life im Jukutz miteinander basteln und spielen können, sondern jetzt eher wieder in dieser Form. Aber wir wollen natürlich trotzdem weiterhin für euch da bleiben. Also machen wir wieder Videos. Es wird nicht mehr so in der Häufigkeit sein wie im Frühjahr, aber wir wollen trotzdem pro Woche mit 4 Videos für euch da sein. Wie gehabt, montags mit dem Gericht der Woche. Dann wollen wir noch einmal mit euch basteln in der Winterwerkstatt. Das ist das, was wir heute machen. Auch wenn wir heute was nicht unbedingt Winterliches machen, aber es passt auf jeden Fall zur Jahreszeit. Und freitags stellen Martin und ich euch Gadgets und Lifehacks vor. Und am Samstag ist die liebe Carmen wieder am Start und macht mit euch ein bisschen Sport. Nun zur Sache. Was machen wir heute hier? Wir haben uns vorgenommen, beziehungsweise einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, dass ja St. Martins Umzüge dieses Jahr leider ins Wasser fallen. Die werden nicht stattfinden können, leider. Aber trotzdem ist es ja zu dieser herbstlichen Zeit doch immer ganz schön, wenn man eine Laterne trotzdem basteln kann. Und wir haben uns was überlegt, das wird es auch in der Tüte als Bausatz bei uns zum Abholen geben. Da könnt ihr vorbeikommen, könnt euch das holen. Das hier mit euch relativ easy, kann jeder basteln, Fensterlaternen bauen. Die sehen dann so ungefähr aus. Da ist es ganz wichtig, dass ihr als Leuchtmittel, weil das Transparentpapier relativ hitzeempfindlich ist, dass ihr auf jeden Fall guckt, als Leuchtmittel LEDs. Wir haben jetzt hier mal eine kleine LED-Lichterkette vom ortsansässigen bekannten Basteldiscount mit A geholt. Das geht ganz gut, wie ihr es seht. Das kann man so machen zum Hinstellen. Es geht aber auch quasi andersrum zum ins Fenster hängen und das bastle ich jetzt gleich für euch mal vor. Ist total einfach. Wir gehen hier Schritt für Schritt durch. Kann wirklich jeder machen. Ich sage euch jetzt erstmal, was ihr auf jeden Fall braucht. Ihr braucht dazu 2 von diesen Pappteller. Die werden bei uns auch mit in der Tüte drin sein. Die bekommt ihr bei uns. Dann braucht ihr ein Stück Schnur. Das brauchen wir auch noch als Material. Dann brauchen wir Farbe. Ich habe jetzt Acrylfarbe. Es muss nicht Acrylfarbe sein, weil die Teller relativ rau sind. Könnt ihr das auch mit Plackerfarbe machen oder sogar mit Wasserfarbe, wenn ihr die schön dick anrührt mit wenig Wasser. Was wir noch brauchen, ist ein Tacker, das geht auch mit Kleber, aber mit dem Tacker geht es relativ einfach und hält auch am besten. Da geht euch auf jeden Fall die Laterne nicht auseinander. Dann brauchen wir noch, und das ist auch bei uns in der Tüte mit drin, ein Stück Transparentpapier. Das ist jetzt in dem Fall gelb, weil ich jetzt noch mal so ein kleines Bettsignal für euch basteln werde. In der Tüte ist es dann aber komplett zufällig durcheinander gemischt. Das heißt, da kann natürlich auch was anderes drin sein. Die Bettsignalgeschichte, die wir heute basteln, ist natürlich auch nur ein Beispiel. Man kann diese einfachen Laternen, die wir heute mit euch bauen wollen oder die ich heute mit euch bauen will, die kann man komplett frei gestalten. Es ist quasi hier in der Mitte wie eine freie Leinwand. Da kann man hinterher auch mit Stiften draufmalen. Gut vorstellen kann man sich zum Beispiel, wenn man das hier gelb anmalt, nimmt gelbes Papier, malt ein Gesicht drauf und klebt hier außen noch Federn dran, hat man zum Beispiel eine Sonne. Da ist eurer Fantasie absolut freier Lauf gelassen. In der Anleitung in der Tüte sind noch ein paar Bildbeispiele, was man da noch mit basteln kann. Ich würde aber vorschlagen, wir starten direkt mal. Ihr kommt mal einen Schritt näher ran und wir starten direkt mit der Bastelei. Gut, wir fangen an mit unserer Laterne. Das Schöne ist bei den Papptellern, die geben uns quasi schon direkt vor, wo wir schneiden müssen. Nämlich hier einmal diesen inneren Kreis aus. Wir brauchen 2 Pappteller und am Ende werden die so zusammengefügt. Das heißt, wir schneiden jetzt die inneren Kreise zuallererst mal aus. Also fangen wir an mit, das ist aber ein robuster Teller, so, mit einem kleinen Loch in der Mitte und arbeiten uns jetzt hier von der Mitte einmal nach außen und dann außen komplett einmal rum. Das mache ich jetzt bei beiden Tellern. Das ist jetzt nicht so mega interessant. Da braucht ihr mir nicht bei zugucken. Ich melde mich gleich, wenn ich fertig geschnitten habe. Gut, wir haben fertig ausgeschnitten. Die noch nicht wegwerfen. Die brauchen wir noch mal als grobe Richtlinie, wie groß nachher unser Transparentpapier werden soll. Jetzt malen wir unsere
Rahmen, sag ich mal, malen wir jetzt an. Dazu habe ich jetzt hier so eine kleine Malpalette und die Acrylfarbe. Da braucht man gar nicht so wenig Farbe. Also mit der kleinen Tube hier bin ich echt ein bisschen knapp bei der Sache, aber das wird trotzdem funktionieren. Das Gute ist, man muss jetzt kein absoluter Feinmotoriker sein. Die Ausmalgeschichte hier geht auch mit einem relativ groben Pinsel. Legt euch schön was unter, dass ihr nicht den ganzen Tisch voll malt. Und dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Also ich fange jetzt an, male hier außen einmal beide Teller schwarz an. Auch das wieder. Könnte natürlich meditativ für euch sein, mir dabei zuzugucken. Aber ich glaube, das ist nicht so super interessant. Dementsprechend melde ich mich gleich zurück, wenn ich fertig ausgemalt habe, angemalt habe. Also, weiter geht es. Hier haben wir jetzt unser Transparentpapier und die zwei Kreise, die wir ausgeschnitten haben. Das Gute ist, auch hier müssen wir überhaupt nicht genau sein. Wichtig ist, dass überall rundherum um den Kreis noch Transparentpapier übersteht. Das machen wir jetzt, schneiden das jetzt einfach mal in der Mitte durch. Das ist sogar fast schon ein bisschen viel, da schneide ich hier nochmal. Und auch das ist nicht so schlimm, dass da ein bisschen Farbe dran ist. Schneide ich das jetzt hier nochmal ein bisschen glatter ab. So, jetzt nehmen wir unseren ersten ausgeschnittenen Außenteil und gehen hier mit Kleber einmal hier außen lang. Gut ist, wenn ihr das Ganze ein bisschen länger trocknen lasst als ich, wie ihr gerade seht, haben wir jetzt hier natürlich ein bisschen Zeitdruck mit dem Video, aber es ist jetzt auch gar nicht so schlimm. So, da kleben wir das hier einfach von innen gegen. Alles, was dann hinterher noch übersteht, hier nach außen, das hier, das kann man jetzt locker noch mit der Schere einfach zack, grob abschneiden. Das muss gar nicht genau sein, weil das ist sowieso hinterher unser Innenteil. Da kommt es gar nicht so drauf an, dass das wirklich picobello und sauber und wunderschön aussieht, weil uns interessiert hinterher nur die Außenseite. Und das machen wir jetzt auf der anderen Seite genauso schnell. Das geht ja auch ruckzuck. Gehen wir hier innen wieder einmal mit dem Kleber lang. Zack, zack. Einmal außen alles mit Kleber eingestrichen. Ihr seht es aber auch, deswegen ist es auch wichtig, dass ihr das schön auf einer alten Tischdecke macht. Legt euch da was unter. Es kriegt ein bisschen Sauerei. Nicht tragisch, aber je besser man alles abdeckt, umso weniger muss man hinterher wischen und sauber machen. So, auch hier schneiden wir das wieder so ab, dass das einigermaßen passt. Wieder nicht wichtig, dass es genau ist. So, was ich jetzt eben beim Anfang vergessen habe, was wir jetzt noch natürlich reinschneiden können, hier außen in den Rand schneiden wir jetzt auf beiden Tellern noch einen kleinen Halbkreis ein. Das wird nämlich dann hinterher unsere Öffnung, wo wir unsere Kerze oder unsere Lichterkette reinmachen können. Muss auch nicht genau gleich groß sein. Ungefähr. So, jetzt haben wir das soweit fertig, dass wir jetzt hier unsere Innenseite haben. So, das kommt dann so aufeinander. Jetzt kommt hier natürlich noch was drauf. Ich habe jetzt mir überlegt, ich mache ein kleines Bettzeichen nochmal, wie das große. Das kann man jetzt auf verschiedene Art und Weise machen. Ich habe jetzt hier einfach aus dem Internet Bettsignal gegoogelt, habe mir das einfach in schwarz ausgedruckt. Das kann man dann ausschneiden. Ganz normales Druckerpapier, ihr seht es hinten, ist es schwarz. Das kann man sich dann auch mit Kleber einstreichen und hier draufkleben. Was man aber auch machen kann, das werden wir so und so ausprobieren, was man auch machen kann, ist, man legt sich das als Schablone auf und weil das Transparentpapier ja schön durchsichtig ist, kann man das mit einem Filzstift oder mit einem Permanentmarker, kann man das schön auch einfach aufmalen und dann hinterher ausmalen. Das werde ich jetzt mal machen. Mal gucken, ob es geht. Ihr seid jetzt live dabei. Riesenexperiment, was ich hier mache. Oh ja, ihr seht es, da schlägt er zu, der Grobmotoriker. Wird vielleicht ein bisschen
schiefes Bettsignal. So, das geht auch so. Naja, geht. Und dann kann man das mit dem Edding ausmalen. Wir machen es einmal so und einmal so. Ich male das jetzt hier fertig auf. Auf der anderen Seite klebe ich es auf. Und wenn wir jetzt gleich unsere Laterne zusammenfügen, melde ich mich bei euch zurück. Gut, unsere Batman-Zeichen sind aufgemalt. Ihr seht, hier ist mit mir der Künstler ein bisschen durchgegangen, habe ich noch ein bisschen Nebel dazu gemalt. Jetzt machen wir natürlich noch was dran, dass wir das auch ans Fenster gehangen bekommen. Wir haben jetzt hier einfach so ein bisschen Hanfseil, Hanfschnur genommen. Wenn ihr das zu Hause noch habt, vielleicht ist der Vater oder die Mama, sind vielleicht Angler, dann haben die vielleicht noch Nylonschnur, Angelschnur, das geht auch hervorragend, dann sieht man sie am Ende gar nicht. Geht aber auch einfach mit Hanfseil, Wurstkordel, kann man einfach nehmen. Dann schneiden wir uns ein kleines Stück ab und brauchen dafür ein bisschen Tesafilm. Zwei kleine Stückchen, weil da ist es auch gar nicht so wichtig. Oder das Gute ist gar nicht so wichtig, dass das irgendwie super duper Tesa ist. Das Gute an Tesafilm ist natürlich einfach, es ist durchsichtig. Wenn man es jetzt hier, wenn man es nicht ganz so genau abreißt und ein bisschen was noch hier in den Sichtbereich reinragt, ist es ja durchsichtig, dann sieht man es nicht. Das ist dann gar nicht so schlimm, wenn es gar nicht so genau ist. So, kleben wir es hier auf der anderen Seite von unserer Öffnung, die wir reingeschnitten haben, an. Und jetzt können wir das Ganze, ihr seht, es ist immer noch nicht trocken. Ich habe da wirklich dick aufgetragen. Nehmt bitte weniger. Und jetzt können wir so. Und das Schöne ist, wenn man es jetzt aufhängen will, müsst ihr natürlich gucken, mit was er das ans Fenster hängt. Mit welchen Haltern kann man auch an Fenstergriff hängen oder mit so kleinen, mit so Gardinenhaltern. Das geht auch. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Dann könnten wir hier unser Batteriepäckchen auch einfach hier an der Seite verschwinden lassen und dann haben wir hier unser Vorführeffekt. Da habe ich nicht gut geklebt. Seht ihr das? Das passiert, wenn man das Tesa nicht gut festmacht. Das kann man jetzt noch mal außen mit einer anderen Tackernadel festmachen. Mache ich jetzt auch mal schnell. So. Jetzt hält's. Dann kann man das so ins Fenster hängen. Dann haben wir unser Bettsignal fertig, aber wie gesagt, ihr könnt da auch alles Mögliche drauf malen. Das ist euer Fantasie, eure Fantasie ist da, sind da keine Grenzen gesetzt. Bei der Anleitung in unserem Bastelpaket, da sind nochmal, wie schon zu Beginn gesagt, sind da ein paar verschiedene Beispiele dabei. Eure Bastelpakete könnt ihr euch abholen am Freitag, den 6.11. zwischen 10 Uhr und 12 Uhr und 16 und 17 Uhr. Und am Montag, den 9.11. zwischen 14 und 15 Uhr. Also vormittags, da seid ihr wahrscheinlich selber in der Schule, aber vielleicht hat ja dann Oma, Opa, Mama, Papa, vielleicht hat ja jemand Zeit, hier vorbeizukommen. Es wird kontaktlos abgeholt, für die, die Basteltüte kennen, da wird es genauso laufen. Ihr könnt hier klingeln und dann bekommt ihr so eine Tüte bei uns. Natürlich, solange der Vorrat reicht, aber wir haben einige. Okay, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration mitgenommen, wie ihr euers gestalten könnt und ich hoffe, ihr bastelt schön fleißig mit, dass zum St. Martins Umzug, wenn der eigentlich wäre, schön viele Fenster in Kirchern bunt erleuchtet sind. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!